Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Wabi Profi 3. In diesem Video werden wir unsere Remissionen ansehen. Doch zuerst einmal sollte die Frage geklärt sein, was ist eine Remission? Eine Remission ist eine Retoure an den Lieferant. Beispiel: Sie haben einen Artikel vom Lieferanten auf Kommission bekommen, das heißt mit vollem Rückgaberecht bekommen, und schicken ihn zurück. Somit haben wir eine Remission. Also das heißt, jede Warenlieferung, die an den Lieferanten mit Erstattungsrecht zurückgeht, ist im Prinzip eine Remission. Dazu haben wir in der Menüleiste unter Anwendungen in der Kategorie Artikel, weil es ja zu den Artikeln gehört, einen neuen Eintrag Remissionen hinzugefügt. Hier haben Sie ein neues Fensterchen vor sich, in dem Sie oben Ihre bereits erstellten Remissionen und die Details da unten ansehen. Doch, wenn Sie unsere Videos verfolgt haben, wissen Sie, dass wir das natürlich mit einem praktischen Beispiel machen. Zuerst einmal können Remissionen natürlich nur dort ausgeführt werden, wo Artikel verwaltet werden, sprich im Artikelstamm. Okay, soweit so gut. Wenn wir uns als Beispiel diesen Musterartikel 2 und den Musterartikel 2 herauspicken wollten, indem wir sagen, die beiden wollen wir zurückschicken, können wir das sehr einfach tun. Doch zunächst zeige ich Ihnen, wie Sie dort überhaupt hinkommen. Sie klicken auf Toolbox. In der Toolbox finden Sie den zweiten Eintrag von unten, Remissionen. So, es gibt die Möglichkeit, eine Einfachremission durchzuführen, also das heißt eine Warenrückgabe, eine einzelne Warenrückgabe an den Lieferanten oder eine Mehrfachrückgabe an den Lieferanten. Dabei steht Ihnen die Auswahl Ihrer Liste als Remissionsmenge zur Verfügung. Bedeutet, machen wir einfach mal als Beispiel. Wenn ich jetzt auf Remissionen mit der Maus drüber fahre, habe ich die Möglichkeit, halt die Steuerungstaste zu klicken, denn Steuerung plus Klick ist gleich eine Mehrfachremission. Das heißt, Wabi sagt, okay, lieber Benutzer, alle Artikel, die hier aufgelistet werden, gehen an den Hersteller zurück oder an den Lieferanten zurück. Also machen wir das. Wir drücken die Steuerungstaste und klicken auf Remissionen. Nun sagt Wabi Profi 3, das geht leider nicht, weil eine Remission oder eine Mehrfachremission nur pro Lieferant durchführbar ist. Und da wir in dieser Liste ja mehrere Artikel haben oder verschiedene Lieferanten haben, hier haben wir zum Beispiel für den Musterartikel 3 unseren Hauslieferant. Für den Fang, den Käfer, haben wir unseren Spielelieferant. Somit haben wir schon eine mehrfache Lieferantenanzahl in der Liste, geht nicht. Deswegen können Sie auf Suchen klicken. Wenn Sie die extreme, also das heißt die erweiterte Suche verwenden, haben Sie dieses Fensterchen. Nun könnten wir sagen, was war das hier? Wir nehmen unseren Hauslieferant. Okay. Hauslieferant, den wollen wir haben. Sagen wir suchen. So, und hier haben wir unseren Musterartikel 2 und 3 drin. Das ist schon ganz gut so. Vielleicht sollten wir es ein kleines bisschen komplizierter machen. Hauslieferant, okay. Weil die besten Beispiele sind immer die, die so total easy sind, wo keine Sonderkonstellation vorkommt, wo man dann in der Praxis dasteht und sagt, ja und nun? Also, erneut. Wir sagen, wir wollen unseren Hauslieferant haben. Und jetzt habe ich aber drei Artikel drin. Jetzt könnte ich ja sagen, ich will aber die drei nicht, sondern ich brauche nur den Musterartikel 2 und den Musterartikel 3. Und wenn Sie das Video mit der Suche oder mit dieser Extremsuche bereits verfolgt haben, wissen Sie, dass Sie in der Bezeichnung auch irgendwas eingeben können. Ich sage jetzt mal, ich suche jetzt überall, wo Muster vorkommt, sage suchen. Und schon habe ich genau die Artikel da, die ich zurücksenden will. Und jetzt sage ich hier schließen. Und wir beachten mal die Artikel. Für den Musterartikel 2 haben wir 10 Stück im Bestand. Für den Musterartikel 3 haben wir 12 Stück im Bestand. Cool. Nun gehe ich auf mit Steuerung und Klick, also Steuerung drücken, halten und auf Remissionen klicken, gehe ich auf Remissionen. Jetzt sagt er mal, sollen wirklich alle Artikel dieser Liste hier angezeigt, also zurückgesandt werden, sage ich, ja. Nun muss ich einen Grund eingeben. Sie können Ihre Gründe frei definieren, das wissen Sie bestimmt, dass Sie sagen, ich habe den Grund und den Grund und den Grund, wie auch immer. Das kann ich mir sichern. Und nun steht mir diese Auswahl sofort zur Verfügung, das heißt, es spart Schreibarbeit. Selbstverständlich können Sie bei dem Grundeingabefeld hier auch irgendwas Eigenes eingeben. Okay, bei einer Mehrfachremission ist es leider nicht bekannt, von welcher Rechnungsnummer die einzelnen Artikel stammen. Deshalb haben Sie bei einer Mehrfachremission keine Möglichkeit, hier eine Rechnungsnummer zuzuordnen. Aber egal. So, nun müssen Sie bestimmen, wie viel das zurückgehen. Ein Stück, der komplette Bestand. Also die zwei Funktionen gibt es bei einer Mehrfachremission. Dass Sie sagen, okay, das mache ich mit kompletten Bestand zum Beispiel. Nun sage ich übernehmen. So, das war's schon.
Wabi Profi 3 hat nun einen Warenbegleitschein, einen Remissionsschein erstellt, wo die Artikel aufgelistet werden, die sie zurücksenden an den Lieferanten. Das ist cool. Ja. Und den können sie nun ausdrucken. Und wenn sie aus Versehen auf Schließen klicken, oh Gott, können sie es natürlich nachdrucken. Zeige ich Ihnen gleich. Eine Gegenüberstellung unserer Artikel ist, oder wir sehen nun, dass wir keinen Bestand mehr für unseren Musterartikel 2 und unseren Musterartikel 3 haben. Auch in der Gegenüberstellung, die wir per Rechtsklick aufrufen können und unten Gegenüberstellung auswählen, sehen wir, dass wir hier für unseren Musterartikel 3 einen Wareneingang in Höhe von 12 Stück hatten und eine Remissionsmenge von 12 hatten. Somit haben wir einen Soll- und einen Ist-Bestand natürlich von 0. Passt! Wenn Sie nun vergessen haben, eine Remission auszudrucken, können Sie das natürlich tun, indem Sie auf Anwendungen gehen, Artikel, Remissionen. Und nun haben wir hier unsere Remissionsherstellung.